Dieter, it will never be your last time. It will never be his last time. Ich finde, Dieter hat eine Menge hinterlassen und vor allen Dingen den deutschen Film zu verteidigen, weil er gesagt hat, was die Franzosen können und die Italiener und ihre eigenen Filme zu pushen, das können wir auch. Und das hat er gemacht und das ist, wird einen großen nachhaltigen Effekt haben. Ich meine, was ist passiert? Sein Vertrag läuft aus und nach dann 2019, 18 Jahren fantastische Arbeit, die er geleistet hat. Es gibt kein Festival international, das so sehr ein Publikumsfestival ist, und das war immer seine Meinung. Es gibt kein Festival, das so viele Themen immer wieder politisch aktuell auch hat. Das hat er durchgezogen. Das finde ich eine unglaubliche Leistung. Mensch, Dieter. Besonders fies finde ich dieses Missverständnis, dass einfach 70 Filmschaffende dieses Landes gesagt haben, wenn schon Dieter Kosslicks Vertrag im nächsten Jahr oder nach dem nächsten Jahr, das ist ja noch lange hin, ausläuft, dann kann man doch sich mal ein paar Gedanken machen zur Berlin. Was soll überhaupt? Also man, so ein Reset kann man ja die Gelegenheit nehmen, aber das dann quasi versucht wird draus zu machen. 70 Regisseure gegen Kosslick. Ich mag dieses Bashing überhaupt nicht. Well, Dieter, thank you for having me here. Wir alle lieben Dieter und wir sind so dankbar dafür, dass er die beste Filmparty der Welt hier veranstaltet. Yeah. It's a great honor to show in Tebbe here. Dieter Kosslick, Sie haben überhaupt nichts davon, dass einer, der sich nicht mehr Dieter nennt, gratuliert. Aber ich kann einfach nur sagen, und gut, dass die Berlinale sie hat. Ich sage bewusst nicht hatte, sondern hat. Gibt ja noch eine zu machen. Und dann haben sie sowieso Free Willy. Dann können sie machen, was sie wollen. Ich freue mich wahnsinnig auf die nächste Berlinale. Und viele Grüße meinerseits, auch wenn es ganz unwichtig ist. Aber ein Fan haben sie. Der rote Strauß mit wem? Das ist schon mal gut. Und zwar ein Strauß, den ich von Mann zu Mann übergebe. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ich wollte Sie einmal kurz fragen, was ist denn das Besondere an der Berlinale, vielleicht im Vergleich zu Cannes oder zu Toronto, den anderen Filmfestivals? Naja, also auf jeden Fall ist hier dieses Filmfestival ein Festival des Publikums. So hat es auch angefangen 1951. Und wenn man sieht, da sind wieder 322.000 Karten verkauft worden in den letzten 10 Tagen, dann weiß man, dass das Publikum der entscheidende Unterschied zu allen anderen Filmfestivals ist. So ein großes Publikumfestival gibt es nirgendwo mehr auf der Welt. Und sind Sie traurig, dass nächstes Jahr wahrscheinlich Ihre letzte Berlinale sein wird? Das weiß ich erst nächstes Jahr. Im Moment bin ich noch nicht traurig. Was war dieses Jahr so besonders an der Berlinale? Ich glaube, dass die Themen, die da diskutiert worden sind, ganz interessant waren. Die MeToo-Debatte hat ja das doch ziemlich beherrscht. Und am Ende hat man dann gesehen, dass starke Frauen starke Filme gemacht haben, mit starken Frauen drin. Und das war der beste Beweis, dass man in der Gesellschaft was bewegen kann, wenn man sich dafür engagiert. Wie wichtig ist es, dass wir den deutschen Film auf der Berlinale auch fördern? Naja, wir sind ja ein deutsches Filmfestival und da muss der deutsche Film präsentiert werden. Wir haben dieses Jahr 4 deutsche Filme und ich fand sie alle 4 gut, dass sie keine Preise bekommen haben, sagt überhaupt nichts aus, sondern es gibt eben einfach nur ein paar Preise und es gibt viele Filme. Aber der deutsche Film ist sehr stark und vor allen Dingen auf der Berlinale.